Ich baue ja aktuell meinen neuen Rechner zusammen bzw. stelle ihn zusammen und drum unterhalten wir uns heute mal über Netzteile. Ja, damit hallo, herzlich willkommen zu Hebis Tech Lab, wo wir uns heute einmal ganz kurz meine Netzteilwahl anschauen und auch zwei, drei Sachen machen, warum ich mich für dieses Netzteil entschieden habe. Wichtig ist es ein reines Talk-Video heute, weil ich habe das Netzteil physikalisch noch nicht da, weil ich kann es auch noch nicht bestellen, denn es kommt erst Mitte Dezember überhaupt raus, ist in den Läden verfügbar etc. Das heißt, ich werde das frühestens erst nächstes Jahr vermutlich haben. Aber ich finde, Netzteilwahl ist grundsätzlich wichtig, beziehungsweise auch entscheidender Punkt, vor allem wenn man sich eine neue GPU kauft, vor allem wenn es die Nvidia 4000er Serie dann ist. Und zwar habe ich mich mal sonst immer für Be Quiet Netzteile entschieden. Ich finde, Be Quiet ist ein super Brand. Ich hatte nie Probleme mit denen, außer dass mal einmal ein Lüfter kaputt gegangen ist bei dem Netzteil. Und es war sehr laut. Aber das war auch bisher in allen Rechnern, die ich hatte, das einzige Mal, dass irgendwas defekt ging. Theoretisch könnte man den Lüfter auch austauschen, aber ich bin niemand, der es sehr gerne mag, Netzteile aufzuschrauben, weil da fühle ich mich nicht qualifiziert genug dafür. Vor allem, da kann man auch tatsächlich dran sterben. Also macht das nicht, lasst das Leute machen, die das können. So oder es gelernt haben. So, auf jeden Fall, was habe ich mich diesmal entschieden? Ich habe kein Be Quiet Netzteil genommen. Aus welchem Grund? Denn es gibt keine ATX 3.0 Netzteile von Be Quiet. Noch nicht. Die kommen vermutlich erst nächstes Jahr, was ich gesehen habe. Und es ist aber so, dass ein Hersteller, den ich immer wieder gehört habe, gesehen habe, der auch sehr, sehr bekannt ist. Und der Cooper, da habe ich mal einen Rechner zusammengebaut. Für ihn könnt ihr hier oben irgendwo, ich weiß nicht, links, rechts, ich habe keine Ahnung, wo das ist, wo wir für den einen Rechner zusammengebaut haben, hat er sich tatsächlich für ein Seasonic-Netzteil entschieden. Und ich dachte mir, ich gebe Seasonic eine Chance. Vor allem, die haben 10 Jahre Herstellergarantie auch drauf, also mega gut. Und die bringen eben Mitte Dezember jetzt ein ATX 3.0 Netzteil raus, was diesen neuen PCIe 5.0 Standard hat. Das heißt, dieser 16-Pin-Anschluss, der an der Nvidia-Grafikkarte dran ist, kann ich damit direkt betreiben mit dem Netzteil dann. Das heißt, ich werde mir ein Seasonic PX Vertex Netzteil holen. Und das Coole an diesem Netzteil ist, gibt es in verschiedenen Ausführungen. Und ich werde mich dafür die 1200 Watt-Variante entscheiden, die Platinum Efficiency. Das heißt, das Netzteil wird so ungefähr 309 Euro dann kosten. Ich hätte auch 1000 Watt nehmen können, aber da bin ich bei 259 Euro. Das heißt, es sind nur in Anführungsstrichen 50 Euro Differenz. Warum die 1200 Watt? Ich werde es vermutlich nicht brauchen, aber ich habe gerne ein bisschen Limit drin, weil ich habe eine sehr stromhungrige CPU drin, ich habe eine sehr stromhungrige GPU drin und ich habe tatsächlich vor allem auch mit der Wasserkühlung dann im Fall der Fälle die Stromlimits etwas lockerer anzugehen. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob der 1000 Watt wird vermutlich locker reichen, gar keine Frage. Aber da ich einen Haufen RGB drin habe, die Lüfter drin habe, die Wasserkühlung drin habe, ich ein paar Festplatten reinbauen werde, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das alles dann so weit passt. Plus eben dann das ganze Thema mit USB-C-Controllern etc. Ich will da ein bisschen was umstellen. Weiß ich nicht, 1000 Watt hätte bestimmt auch gereicht, aber die 50 Euro mehr, nämlich 1200 Watt, dann bin ich auf definitiv zu 100% auf der sicheren Seite dann und habe noch genügend Headroom, wenn irgendwas sein sollte, irgendwelche Peaks sind etc., dass ich da nicht komplett ad absurdum geführt werde. Und jetzt ist es so, es wird nicht nur bei dem Seasonic-Netzteil bleiben, sondern ich habe in diesem Rechner hinter mir, sind ja von Cable Mods, sind ja Custom Cables drin, beziehungsweise so ein Cable Package war das, wo ich einfach dann die Kabel verlängert habe, dass das sauber ausschaut im Gehäuse und dann eben hinten dran riesiger Kabelsalat ist. Diesmal werde ich das anders machen, das heißt, ich werde, sobald Cable Mod für dieses Netzteil Kabel verfügbar hat, werde ich alle Kabel diesmal wirklich custom machen. Heißt, wir werden das Netzteil kaufen, dann werden wir das Gehäuse kaufen und dann werde ich ganz genau ausmessen, welche Kabellänge brauche ich noch und werde mir von Cable Mod diesmal Custom Cables direkt holen, die ich direkt in das Netzteil anschließe. Warum das Ganze? Ich will absolut keinen Kabelsalat mehr haben. Es ist natürlich deutlich günstiger,
wenn man hergeht und sagt, okay, ich nehme einfach so Kabel-Extensions, pack die dran, da kann ich dann bei Case King und sonst irgendwo diese fertigen Packs kaufen, einfach dann meine Kabel verlängern und gut ist. Problem dabei ist aber, dass man halt relativ viel Kabel dann übrig hat. Und ich will tatsächlich in dem Fall aber so wenig Kabel wie möglich rumliegen haben. Heißt, das Vertex-Netzteil ist zu 100% modular. Das ist für mich immer wichtig, auch hoffentlich für euch auch. Das heißt, je modularer ein Netzteil ist, desto einfacher habt ihr es mit dem Kabelmanagement bzw. genau zu entscheiden, welche Kabel braucht ihr. Wir haben ja zum Beispiel die Li&Li-Lüfter hier, das heißt, da weiß ich, ich brauche ein SATA-Kabel dafür, damit ich die mit Strom versorgen kann. Kein Molex, sondern SATA. Ich habe natürlich aber auch dann zum Beispiel die Pumpe, die ich mit SATA versorgen muss. Das heißt, ich brauche schon mal zwei SATA-Kabel. Dann habe ich noch eine Festplatte, die rein muss, mindestens eine, gegebenenfalls auch zwei. Das zeigt sich dann noch. Das heißt, ich brauche gegebenenfalls vier SATA-Kabel. Und jetzt ist es so, dass natürlich ich diese Dinger nehmen kann, die standardmäßig in diesem Netzteil mit drin sind. Das heißt, ich kann einfach sagen, okay, ich brauche einfach hier vier SATA-Kabel. Ich nehme entsprechend den entsprechenden Kabelstrang, der dafür notwendig ist. Also modulare Netzteile habe ich hier auch eins hier, lustigerweise, was ich dann für den Test genommen habe, für die Lüfter. Und modulare Netzteile, also jetzt ein Be Quiet hier, und modulare Netzteile haben immer den Vorteil, ihr könnt einfach, wie jetzt hier, steckt einfach dann diese 8-Pin-Stecker dran und dann könnt ihr damit entsprechend arbeiten. Der Vorteil davon ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel dann diese Kabel hier nicht haben wollt, ja, weil das hier einfach ein 6-Pin und ein 6 plus 2-Pin ist das hier. Das heißt, wenn ihr das nicht braucht, könnt ihr das einfach abziehen hier und habt das Kabel weg und könnt jetzt hier einfach das dran stecken. Und da gibt es noch ein rotes hier für ein zweites, das heißt, es gibt grün und rot. Beides die gleiche Stromversorgung, aber das eine ist eben dann, dass man zwei GPUs noch haben kann, beziehungsweise man mehr von diesen Pins braucht. Und theoretisch könnte man zum Beispiel bei CableMod hergehen, wenn es für dieses Netzteil von CableMod was gibt, könnte ich genau für dieses Pin-Layout hier, für diesen roten und grünen, könnte ich mir bei CableMod dann so ein Custom-Cable bereitstellen lassen, damit das dann einfach sauber funktioniert. Und das ist mega cool. Ist teuer, ja, aber dadurch hat man weniger Kabel am Ende übrig. Und Seasonic ist von CableMod auch sehr, sehr gut unterstützt, weil Seasonic ist international, glaube ich, auch sehr gut. Und nun probiere ich das mal, wie das dann bei Seasonic am Ende dann ist. Ich bin sehr gespannt, aber es wird auf jeden Fall das PX1200 Vertex werden. Wie gesagt, 309 Euro, zumindest auf dem Blogpost von Seasonic. Ich packe euch den Blogpost unten in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr ihn auch dann euch durchlesen. Der ist vom September und die Netzteile werden jetzt in den nächsten zwei Wochen, denke ich, verfügbar sein. Bin ich mal gespannt. Was sie dann tatsächlich kosten werden, ist ja nur der MSRP, aber mal schauen, wofür man das kaufen. Aber das wird dann die Wahl dazu werden. Wir werden das Netz dann auch zusammen mit den Kabeln auch in den Bildvideos sehen, die ich dann machen werde definitiv. Das heißt, wir werden das auch so machen, weil ich die ganze Zeit überlegen bin, wie ich das Ganze mache, dass wir den Aufbau dann machen. Ich wollte eigentlich ja heute ein Video machen über das Bending von Tubes etc., aber das Zeug kam nicht und dann habe ich nachgefragt und das ist erst vermutlich in zwei Wochen lieferbar, beziehungsweise wird es in zwei Wochen rausgeschickt. Eigentlich war es so, es sollte eigentlich schon längst auf dem Weg sein, es sollte schon längst da sein, aber dann hat was gefehlt und also das Werkzeug hat gefehlt zum Wenden, das gab es nicht. Und dann hieß es, ja, das ist doch nicht da und das dauert noch zwei Wochen, bis es kommt. Heißt, das wird es Ende des Jahres dann oder Anfang nächsten Jahres geben, dann den Content mit dem Tube-Bending, weil ich habe die ganzen Fittings auch alle gleich mitbestellt. Das heißt, da kriegt ihr da mal einen Einblick, was ich da vorhabe. Und dann werden wir nach und nach diesen Rechner komplett dann einzeln zusammenbauen, verschiedenen einzelnen Segmenten das Ganze separieren, damit es A, ein schönes Format wird, dass man nicht einfach sagt, so hier 8 Stunden, wir bauen diesen Rechner zusammen, sondern wirklich peu à peu, was sind meine Entscheidungsgründe, vielleicht irgendwas zu machen. Auch von der Gehäuseauswahl her ist ja noch ein paar Sachen offen, die ich noch treffen muss. Ich habe jetzt zwei Gehäuse in der engeren Auswahl. Ich vermute, es wird was von Fractal werden, das Meshify. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass es das wird. Und dann muss man gucken, zum Beispiel dann mit
Radiators etc. Welche Größe passt da rein vom Platzgebrauch her? Dann gucke ich, welche Pumpe will ich machen und so weiter und so fort. Also da steckt dann sehr, sehr viel Arbeit noch drin. Das heißt, das werden wir nach und nach machen. Und das Netzteil am Ende, wenn eben drin ist, können wir, wenn wir alles fertig haben und alles drinsteckt, können wir sagen, okay, und jetzt messen wir ganz genau aus, welche Kabel brauchen wir und wie lang müssen die Kabel sein. Und dann können wir das sauber zusammenbauen, sauber fertig machen. Das ist so der Plan. Aber das ist so mal meine Netzteilwahl dazu. Wie gesagt, Seasonic, ich höre nur Positives von Seasonic. Die haben wohl einen super Kundenservice, die haben eine super Garantie, die haben eine super Brand Reputation. Wie gesagt, Be Quiet auch. Ich hatte noch nie ein Problem mit Be Quiet. Ich finde die auch mega cool. Aber es gibt halt eben diese ATX 3.0 Netzteile nicht. Und da der Cooper, aber wie gesagt, vor 3-4 Jahren, glaube ich, ist das hier in den Rechner zusammengebaut hat. Und wir da eben dann entsprechend Seasonic verwendet haben, war so, warum nicht, gebe ich einen Shot, schaut nicht schlecht aus. Das ist so meine Netzteilwahl. Ich mache auch die Platinum-Variante, also nicht Gold zertifiziert, sondern nicht Platinum, Titanium zertifiziert. Dann hat es eine bessere Energieeffizienz. Das heißt, bei Netzteilen ist es so, ich versuche lieber ein bisschen mehr Geld für Netzteile auszugeben, damit es ein High-Quality-Netzteil ist. Also ich würde versuchen zu vermeiden, sich für 50, 60 Euro Netzteil zu holen. Außer es ist ein super Brand, hat eine super Qualität, weil das Netzteil damit steht und fällt am Ende euer Rechner. Das heißt, wenn ihr irgendwas zockt und dann braucht ihr ein bisschen mehr Strom und dann kommt die Overcurrent Protection oder im Zweifel vielleicht gar keine Overcurrent Protection und ihr kriegt dann beschädigt eure Geräte, wie auch immer. Ich bin da immer skeptisch, was Netzteile angeht, darum bin ich da auch sehr brandspezifisch. Also das heißt, Be Quiet weiß ich, die machen gute Netzteile. Seasonic habe ich sehr, sehr viel Positives gehört. Ansonsten bin ich da immer sehr, sehr skeptisch, was das Thema angeht. Das heißt, ich gucke da auch schon, wer hat so den besten Ruf, wer hat die besten Brands, wer sich die vielleicht daran erinnert, beziehungsweise gesehen hat, Gigabyte Netzteile verkauft, die explodieren. Also was heißt nicht explodieren, aber die können halt durchaus in Flammen aufgehen und spratzeln etc., was nicht so geil ist. Und das ist einfach was, darauf habe ich absolut keine Lust. Drum lieber Brands nehmen, denen man vertraut. Das ist bei mir Be Quiet und dann vielleicht Seasonic. Ich lasse mich überraschen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr für Netzteil-Brands bevorzugt, was ihr gerne einsetzt, wonach ihr zum Beispiel dann schaut, ob es euch völlig egal ist, ob das ein modulares Netzteil ist oder ob das dann schon vorgefertigt ist. Einfach, was da eure Erfahrungswerte, eure Meinung ist, würde mich mal interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare unten rein. Ansonsten schaut gerne auf Twitch vorbei, auf meinem Gaming-Kanal, auf meinem Overwatch-Kanal oder meinem Clip-Kanal. Wenn ihr noch nicht genug von mir habt, denn das war's mit diesem Video jetzt. Das heißt, lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Links zum anderen Content, auch alles in der Videobeschreibung. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Sonntag noch und bis nächste Woche zum nächsten Video. Bis dann, danke fürs Zuschauen. Tschüss!